So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge sind wir nach Knurka gekommen und haben dort zwei Aufgaben entgegengenommen. Da müssen wir aber jetzt noch ein bisschen weiter reisen. Also hier hin und hier unten noch einmal hin. Und das werden wir aber dann erst machen, wenn wir uns in der Nähe befinden, weil jetzt möchte ich mich jetzt erstmal in Knurka aufhalten, weil dort auch die Hauptquest ist. Und im heutigen... Okay, gut. Ich dachte schon, neue Quest. Und in der heutigen Folge werden wir mit Hadamdo reden, denn wir müssen hier irgendwas für die Mondpriester oder für die Mond-Champions erledigen. Willkommen im Tempel von Knurka, Mondgeweihte. Ich komme gerade aus Arentia. Die Stadt ist frei, aber die Mähne... Dieser weiß es schon, Geweihte. Die frühere Mähne, Akusri, ist hier. Der war ja schnell. Vorbereitungen werden bereits getroffen. Euer Pfad zum Tanz der zwei Monde beginnt hier und jetzt. Die Champions sind hier. Sie haben eure Ankunft mit viel Enthusiasmus erwartet. Seid ihr bereit, euch ihnen drinnen anzuschließen? Das bin ich. Hervorragend. Die Königin, der Silvenar und selbst das gefallene Licht Akusri sind dort drin. Die Vorgesetzte von diesem Kausanabi Joe erwartet euch auf dem Podest. Folgt Hadamdo, Mondgeweihte. Geht voraus. Aber zuerst... Okay, gut. Kann noch nicht erledigen. Der Tempel von Knurka. Obwohl Knurka nicht der größte Tempel des nördlichen Elsweier ist, ist er vielleicht kulturell bedeutendste. Denn hier offenbarte die Mähne im Jahr 2. Ära 311 den Riddle Tar. Dies war das bedeutendste Ereignis der modernen kaschitischen Theologie. Cool. Unheilvolles Licht, das wollte ich sagen, um Gottes Willen. So, Königin Eiren, hallo. Meine Freundin, freut mich, euch wiederzusehen. Ich bin so aufgeregt, da ich Okelmo überzeugen konnte, hier rauszukommen. Wir müssen Akusri und die Champions unterstützen. Das ist ein anfälliger Moment für unser zerbrechliches neues Dominion. Ja, und die anderen 3, 4 Gebiete, die ich gerettet habe, die waren wohl umsonst, oder was? Dann zeigen sich die Hochelfen also besorgt wegen des Sturzes von Akusri? Vorsichtig wäre vielleicht ein besseres Wort. Seit der Gründung des Dominions gab es eine Menge politischer Unruhen. Die alte Garde in Auridon, der Widerstand gegen die Regentschaft von König Kamoran... Und nun wird auch noch der spirituelle Anführer der Khajiit von einem dunklen Geist verdorben. Was meint ihr? Ich kenne den Redner und die Mähne seit Jahren und habe vollstes Vertrauen in sie. Ich habe hier im Tempel mit Charza und Kali gesprochen und bin sehr beeindruckt. Schön. Die Sommersendinseln werden Elsweier unterstützen. Komme, was wolle. Sehr schön. So, und da haben wir die grüne Dame. Ich kenne diesen Geruch. Das Grün bewahre euch, meine Freundin. Der Silvener und ich sind froh, dass wir hier sein konnten, um das kaschitische Volk zu unterstützen. Bereitet der Sturz der Mähne den Waldelfen denn keine Sorgen? Oh doch, mein Volk ist stark gespalten. Ich glaube, dies ist einer der verwundbarsten Momente, den unser zartes Dominion bislang erlebt hat. König Kamoran selbst spürte, dass er in Walenwald bleiben musste. Ganz nah bei seinem Volk, damit es sich nicht zu sehr zu sorgen beginnt. Was meint ihr? Ich habe mit den Champions gesprochen und sie ein bisschen beschnuppert. Sie scheinen von starkem, schönen Wuchs zu sein. Ganz wie mein Silvener. Okay. Ich fürchte aber, dass sie noch nicht die Erfahrung und das Alter haben, die eine Mähne eigentlich braucht. Doch ich bin bereit abzuwarten und mich überraschen zu lassen. Ja, das ist eine weise Entscheidung. Abzuwarten und zu schauen, wie sich Dinge entwickeln. So, wen haben wir hier? Mondpriest. Ach, die Mähne haben wir hier. Dieser hier ist höchst geehrt, vor der Mondgeweihten zu stehen. Ihr habt so viel für das Volk von Akusri getan. Seiner Ansicht nach mehr, als er selbst seit einer Weile dafür getan hat. Wie geht es euch, Mähne? Ihr spricht Lügen. Wie Was? Dieser schon in Arentia sagte, ist Akusri nicht länger die Mähne. Die Berührung durch die Dunkelheit... Die Befleckung durch die Kreatur Javatarns bleibt an ihm haften. Er kann nie wieder gut machen, was er getan hat. Ja, dann besser auch hier den Namen ändern, dankeschön. Dann ist es gut, dass ihr hier seid, um die Champions zu unterstützen. Dieser kennt Shazar und Kali, seit sie als Junge in den Tempel kamen. Sie sind jetzt starke, stolze Frauen. Unser Volk wird in guten Händen sein,
Ganz gleich, wer von ihnen auf dem Pfad der zwei Monde wandelt. Und dort haben wir noch, Fürst Gareshri. Geweihte, seltsam, euch mit diesem Titel anzusprechen, nach allem, was ihr schon für das Dominion getan habt. Aber das wurde wohl vom Mondlicht bestimmt, nicht wahr? Ja, was für eine Reise. Was halten die gewöhnlichen Kaschid von all dem? Die Kunde von Akus Ries Sturz hat sich in Windeseile verbreitet. Ganz Elsweyr spricht über diese beiden jungen Frauen. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ist es das erste Mal, dass es gleich zwei Anwärter auf das Amt der Mähne gibt. Das erzeugt eine Menge Gerät. Macht ihr euch Sorgen, wie eure Leute darauf reagieren werden? Ich habe die Eldenübereinkunft unterzeichnet, Reisende. Die Leute vertrauen mir und meinem Urteil. Sie wissen, dass ich der nächste Mähne als guter Sprecher dienen werde. Mit meiner Hilfe werden die Leute sie lieben lernen. Sehr schön. Und jetzt werden wir mit der Mondpriesterin Casa Novicio reden. Alle haben sich für die Zeremonie versammelt. Mit eurer Ankunft können wir beginnen. Und was muss ich tun? Die Zeremonie beginnt mit dem Verzehr des Mondzucker-Elixiers. Dieses einzigartige Gebräu macht den Verstand empfänglicher für die Berührung von Ione und Jode. Dann was? Wir haben den Tempel für diese besondere Prüfung vorbereitet. Noch nie in der bisherigen Geschichte gab es zwei Anwärter auf den Posten der Mähne. Ihr werdet mit jedem der beiden Champions eine Reise unternehmen müssen, um ihre Ratgeber zu treffen und ihre Vergangenheit zu erforschen. Ihr Ratgeber? Was soll das heißen? Jeder Anwärter, der dieses Ritual vollzieht, trifft auf eine Figur aus seiner Vergangenheit. Der Pfad der Prüfung ist dazu bestimmt, den Anwärter von Zweifel und Reue zu läutern. Der Ratgeber hilft bei diesem Vorgang. Und das Elixier? Das Mondzuckerelixier ist der Schlüssel zu dem Ritual. Es erlaubt euch, die Tore eures Verstands weit aufzustoßen und im Licht der Monde zu baden. Die Berührung von Ione und Jode wird eure Sinne durchdringen. Was ist der Zweck dieses Rituals? Jede Mähne wandelt auf drei Pfaden. Auf dem Pfad des Lebens reift man, liebt man und lernt man. Mit der Zeremonie hier und heute beginnt der Pfad der Prüfung. Nach der Reinigung im Tempel steht sich jeder Anwärter einer Prüfung, die einzigartig ist und auf seinem Pfad des Lebens beruht. Das sind nur zwei Pfade. Was ist der letzte Pfad? Um sich als würdig zu erweisen, muss ein Anwärter den Pfad der Prüfung bis zu seinem Ende beschreiten. Hier in der Mark ist das der Tempel in Düne. Dort werden Shaza oder Kali auf dem letzten Pfad wandeln. Dem Pfad der zwei Monde. Lasst uns später mehr von diesem Tag sprechen, Geweihte. Okay, es gab auf das Amt der Mähne noch nie zwei Anwärter gleichzeitig? Noch nie. Die Champions wurden unter einer besonderen Konstellation der Sterne und der Monde geboren. Wie alle Anwärter. Doch noch nie in unserer Geschichte wurden genau zur richtigen Zeit Zwillinge geboren. Irgendwann gilt es daher, eine Entscheidung zu fällen. Eine Entscheidung? Eine Entscheidung worüber? Es kann nicht zwei Mähnen geben. Irgendwann muss eine Wahl zwischen Kali und Shaza getroffen werden. Und als Mondgeweihte werdet ihr diese Entscheidung fällen. Cool, ich danke euch, Priesterin. Ich bin bereit. Hervorragend. Lasst uns anfangen. Wir haben uns hier versammelt, um die Champions auf ihren nächsten Pfad zu geleiten. Den Pfad der Prüfung. Diese drei Becher enthalten Mondzuckerelixier, einen heiligen Trank. Dadurch wird das Licht der Monde in eure Seelen dringen. Champions, tretet vor und trinkt das Elixier. Der dritte Becher ist für die Mondgeweihte, die Champions auf ihrem Pfad begleiten wird. Geweihte, tretet vor und trinkt das Elixier. Lecker, lecker. Wisst ihr, das Elixier war eigentlich ziemlich lecker. Das haben sie nie in einem der Texte erwähnt. Geht es euch gut? Oh, sicher. Natürlich. Sollen die Wände so wackeln? Sei's drum. Seid ihr bereit? Ich bin dabei, Shaza. Das ist genau die Art von Zuversicht, die wir brauchen. Packen wir es an. Oh ja.
Dann wollen wir auf dem Pfad wandeln. Diese Hütte, dieser Ort, sollen das Opfer der Kahaten-Grippe sein? Ah, stimmt. Das war ja diese Kante. War das die Quarantäne? Auf jeden Fall gab es ja auch diese Grippe mit K, wo die ja diese gräuliche Haut bekommen haben. Da haben wir ja schon zwei Personen gesehen. Einmal... Ah, wo war denn? War das ein Schattenfan? Ich glaube, es war ein Schattenfan. Wo wir diese Portal, irgendwie diese Steine bergen sollten. Hier soll ich wohl meinen Führer treffen. Shazar, meine Tochter. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Vater? Du kennst dich inzwischen so gut in der Magie aus, meine Tochter. Deine Weisheit übertrifft die meine bei weitem. Vater, du bist mein Führer. Warum bist du hier? Was soll ich durch diese Reinigung lernen? Meine lernbegierige Shazar, Kätzchen, du und deine Schwester, ihr habt eine Verbindung, die über Wissen hinausgeht. Jetzt musst du dich meiner Vergangenheit stellen, bete an den Mondschreinen. Lerne von Kali, dass du dich dem stellen musst, was euch in Mondhöhe erwartet. Werde, wozu du bestimmt bist. Ich danke dir für deine Weisheit, Vater. Lebe wohl. Okay. Dann beten wir mal an den... zunehmenden Diese Krankheit. Wir sind schon seit Wochen hier und wissen nichts über sie. Wenn wir nicht wissen, wie sie sich ausbreitet, wie sollen wir sie dann behandeln? Wir haben schon Nien und Lanelor verloren. Wenn wir Orko jetzt nicht verlassen, wird die ganze Gruppe auseinanderbrechen. Aber ist das nicht schon seit Jahren her, diese Grippe? Oder seit Jahrzehnten? Die Grippe hat eine verheerende Wirkung auf die Stadt und die Kolovianer werden bald hier sein. Ihr müsst eure Tochter fortbringen. Alter Freund, es ist zu spät für mich. Shazar ist nun in euren Händen. Bringt sie sicher nach Hause. Ich werde tun, was ich kann, bevor es zu Ende geht. Und am Schrein des abnehmenden Monds beten. Shazar, bitte versuche tapfer zu sein. Ich bedauere, dass ich nicht für dich und deine Schwester da sein kann. Und ich bete, dass die Grippe niemals Düne erreicht. Kümmert euch um die Familie und vergesst eines niemals. Euer Vater liebt euch. Oh. Bei den Monden. Er liebt euch. Mein Vater? Diese hätte wissen sollen, dass es eines unserer älteren Teile sein würde. Genau wie Mene Sebide Joe vor 400 Jahren. Was ist eurem Vater zugestoßen? Obwohl, ich kann mir es eigentlich denken, aber ich möchte es gerne nochmal von euch hören. Vater wurde vor 17 Jahren losgeschickt, um den Ausbruch der Knahatin-Grippe in Orkru einzudämmen. Die Krankheit stellte sich als ungemein verheerend heraus und er und seine Mannschaft starben. Ich war als Junges mit dabei. Wie geht es euch? Ich komme schon zurecht. Kali und ich wussten schon als Junge, dass wir uns hier etwas finsterem Würden stellen müssen. Ich frage mich nur... Ich möchte wissen, was er vorhin meinte. Lasst uns gehen und es herausfinden. Warum führt euer Vater diese Mannschaft an? Vater war der talentierteste Alchemist in ganz Düne. Als wir noch jung waren, kamen Kunden aus ganz Hochfels, um seinen Rat einzuholen. Ich denke, dass die Mähne selbst Vater gebeten hat, sich um die Kranken zu kümmern. Ihr hattet die Knahata-Grippe erwähnt. Eine Krankheit, eine geheimnisvolle Seuche, die über das Antlitz Tamriels fegte. Es heißt, die Argonier hätten damit Rache für die Gräueltaten genommen, die die Dunkelelfen ihrem Volk angetan hatten. Aber niemand weiß es mit Sicherheit. Sie hat Zombies erzeugt? Nein, ganz und gar nicht. Die Kreaturen in diesen Visionen. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Wartet, das ergibt am Ende doch alles einen Sinn. Diese Visionen sind ein Teil von mir. Beinahe so etwas wie Erinnerungen. Ich hatte schreckliche Angst vor den Opfern der Seuche. So viele Leichen. Seid ihr bereit, weiterzugehen? Ich bin bereit. Ich sollte euch jedoch warnen. Im nächsten Raum werden wir wahrscheinlich auf weitere dieser Monster stoßen, die wie Grippeopfer aussehen. Als Junges hatte ich schreckliche Angst vor ihnen. Macht euch bereit und vielen Dank. Geht voran, Shazar. Obwohl ihr sowieso nie vorangeht, weil ihr mir ja nur folgt. Da muss natürlich auch noch den Eingang Die treffen. Heiler meines Vaters? Dunkle Monde.
Ja, das sind wahrlich dunkle Eier. Dunkle Monde. So, da kommen noch mehr. Ey. Nien. Nien. Nein. Ja, okay. Na gut. Diese Männer und Frauen haben mit meinem Vater gearbeitet. Nien hat für uns gekocht. Sie hat sogar Gemüse gedämpft, wenn wir nett gefragt haben. Es tut mir leid, Shasa. Ich brauche euer Mitgefühl nicht, Geweihte. Das ist es, was mein Vater meinte. Das ist das, wovon er sprach, als er von Entschlossenheit redete. Ich muss forsch voranschreiten und nicht mehr zurückblicken. Wäre Schwester? Ja, wie Kali. Ich habe zu viel Zeit mit meinem Studium verbracht. Zu viel Zeit mit staubigen Schriften und alten Worten. Aber hier geht es um Taten. Taten sind es, die von einer wahren Anführerin verlangt werden. Lasst uns gehen, Geweihte. Ja, lasst uns gehen. Und dann werden wir jetzt auf den Pfad von Kali wandeln müssen. Und mal schauen, was Jamme Kali für dunkle Erinnerung hat. Shaza sieht nicht wie ihr gewöhnliches, fröhliches Selbst aus. Geht es ihr gut? Sie wird wahrscheinlich selbst mit euch darüber reden wollen. Natürlich, natürlich. Sie wusste wahrscheinlich ganz genau, was einen dort erwartet. Jemand wie sie würde sich nie von einer Mondzuckervision schrecken lassen. Seid ihr bereit zu gehen? Ich bin bereit. Shaza hat ihre Sache gut gemacht. Da bin ich mir sicher. Es wird Zeit, dass ich die Gelegenheit bekomme, meinen Wert zu beweisen. Geht voran, Kali. Ja. Kolovianer, hier? Diese Bastarde haben meine Mutter umgebracht. Die schalten wir aus. Oder auch nicht. Aber sie haben halt beide früh einen Elternteil verloren. Kolovianische Bastarde, wo steckt ihr? Ich weiß, da sind noch mehr von euch. Ich kann euch riechen. Kommt heraus, stellt euch. Was ist hier los? Du ziehst dein Schwert, wenn du Angst bekommst, Kali. Das hast du schon als kleines Mädchen getan. Mutter, bist du das? Bereits als Kätzchen warst du voller Wut. Nach meinem Tod wurdest du noch wütender. Jetzt lachst und fluchst du abwechselnd. Mutter, wir haben dich vor so langer Zeit verloren und du hast uns so gefehlt. Warum bist du hier? Ich weiß, Kali, aber du und Shaza, ihr hattet einander. Eine Verbindung, die stärker war als dein Zorn. Stell dich jetzt deiner Vergangenheit. Stell dich meinem Zorn. Bete an den Mondschreinen. Wisse, was zuvor geschah. Dass du dich dem stellen musst, was vor dir liegt in Mondhöhe. Denk an deine Leidenschaft, Kali. Beschütze deine Schwester und dein Volk. Werde, wozu du bestimmt bist. Warte. Geh nicht. Ja, ich sag mal so, Kali hat ihre Mutter verloren, zu der sie höchstwahrscheinlich eine engere Verbindung hatte als zu ihrem Vater. Und bei Shaza war es genau umgekehrt. Ach, es ist alles wieder traurig. Hauptmann, ihr müsst euch zurückziehen. Es sind zu viele. Schafft meine Tochter hier raus, Feldwebel. Ich werde sie aufhalten. Kolovianische Hunde! Ist das alles, ihr Bastarde? Kommt nur her! Eine sehr starke Frau. Ha, sie schickten eine Hauskatze in den Kampf. Eine Verzweiflungstat. Kali. Shaza. Seid vorsichtig. Meine Mutter. Ich kann es nicht glauben.
Warum? Was ist geschehen? Mutter war eine große Kriegerin, eine Kommandantin. Sie führte einen Trupp bei einem Feldzug an, um Orkru und Stromfeste von den verdammten Kolovianern zurückzuerobern. Das war vor fast 20 Jahren. Orkru und Stromfeste? Städte in Elsweir, im Osten von Düne. Als Schatza und ich noch jung waren, haben die Kolovianer fast den gesamten Nordteil der Provinz annektiert. Sie dachten, unser Volk wäre aufgrund der Knahatan-Grippe zu geschwächt, um ihnen Widerstand zu leisten. Knahatan-Grippe? Eine schreckliche Krankheit. Ihretwegen sind viele Leute vom Angesicht Tamriels verschwunden. So haben wir auch unseren Vater verloren. Warum führt gerade eure Mutter diesen Trupp an? Mutter genoss großes Ansehen bei unserem Militär. Sie schulte die Jungen schon früh im Einsatz von Kralle und Klinge. Schatza saß danach immer da und las. Und wir wechselten uns damit ab, Sprünge und Überschläge zu üben. Sie war so eine gute Lehrerin. Wie geht es euch? Warum fragt ihr das überhaupt? Es geht mir gut. Ich wusste schon als Junges, dass ich mich hier etwas Finsterem würde stellen müssen. Daran haben die Mönche keinen Zweifel gelassen. Hier, wo immer wir als nächstes hin müssen. Der Pfad der zwei Monde. Das ist keine einfache Reise. Was meint ihr mit, wo immer wir auch als nächstes hin müssen? Die Mönche lehrten uns, dass wir uns nach dem Ende dieser mondverdammten Reinigung einer Art Herausforderung zu stellen haben, bevor wir auf dem letzten Pfad wandeln können. Wir sollten Hinweise darauf sehen, wohin wir gehen müssen, bevor das hier alles vorbei ist. Seid ihr bereit, weiterzugehen? Kali ist bereit. Braucht ihr noch etwas Zeit zum Ausruhen? Wenn ich eine Sache über solche Geistreisen weiß, dann, dass wir uns als letzte Prüfung höchstwahrscheinlich diesem General gegenübersehen werden. Und ich freue mich schon darauf, ihm meine Klinge in die Seite zu rammen. Dann geht mal voran. Da kam schon wieder jemand aus dieser Richtung gelaufen. Obwohl, nein, eigentlich hat mir das Portal. Oh, ich bin... Hä? Musste ich nicht gerade hier lang? Oder bin ich verwirrt? So, da wollen wir nochmal hier alles machen. Ihr seid schwach. Eure Schläge lassen Stärke vermitteln. Ihr. Seid jetzt tot. Meine Klinge hat das Blut des Mörders meiner Mutter gekostet. Ich sollte glücklich sein. Redlich. Aber ich fühle nichts. Ja, man denkt ja meistens immer dann denjenigen getötet hat, der eine Person, die man liebt, getötet hat. Die eine Person getötet, die man liebt, so rum. Dass man sich dann irgendwie besser fühlt. Aber meistens fühlt man nichts. Also ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe auch sowas nicht getan. Aber es ist ja meistens so. Also in Spielen und Filmen und Büchern und so ein Spaß. Was meint ihr? Die Mönche lehrten uns, dass die Reinigung alte Wunden aufreißen würde. Und ich erwartete eigentlich, ein Gefühl des Sieges, des Triumphs zu spüren. Wie nach einem Tag auf dem Schlachtfeld. Aber hier, er war nur eine weitere Gefahr, die ausgeschaltet werden musste. Ich glaube, ich verstehe, was meine Mutter mir sagen wollte. Was wollte sie euch sagen? Ich sollte mich nicht fragen, gegen wen ich kämpfen muss. Die Frage, die ich mir stellen muss, sollte lauten, warum kämpfe ich? Ich kämpfe, um die zu beschützen, die mir am Herzen liegen. Und die, die ich vielleicht eines Tages anführen werde. Vielen Dank, Geweihte. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Gern geschehen, Kali. Verschwind mir von hier. So, und damit sind beide Anwärter zur Mähne auf den Pfad gewandelt. Hier hat doch diesen Dunmeer-Vampirjäger dabei geholfen, die Vampire aus Langhafen zu vertreiben. Ja, das war ich. Silvana, ja, wie kommt ihr denn jetzt darauf? Wir haben gerade andere Probleme, aber danke. Ja, das war ich. Ihr habt es geschafft, Geweihte. Die Champions haben ihren neuen Pfad betreten. Es bleibt nur noch das Ritual abzuschließen. Was wird jetzt geschehen? Der letzte Schritt. Die Reinigung selbst. Bitte trete zurück, Mondgeweihte. Eure Reise als Champion ist zu Ende. Die abschließende Reinigung beginnt. Entspannt euren Körper. Beruhigt euren Geist.
Lasst das Licht von Jone und Jode eure Zweifel und eure Reue davonspülen. Die Reinigung ist vollzogen. Schaza und Kali haben den Pfad der Mondchampions hinter sich gelassen. Die Reinigung ist vollzogen. Mondgeweihte, tretet vor und sprecht mit mir. Hab Dank, Geweihte. Ihr habt eure Rolle wunderbar erfüllt, so wie hunderte Mondgeweihte vor euch. Euch gebührt der Dank aller, die die hellen Monde anbeten. Gern geschehen. Mögen Jone und Jode über eure Schritte wachen und euch auch in den kommenden Prüfungen behüten. Ihr und die Champions, verzeiht, die Anwärterinnen, ihr müsst euch auf eure nächste Herausforderung vorbereiten. Die Monde sagen mir, dass euch euer nächstes Ziel enthüllt wurde. Ist das so? Ja, die Monde sagen mir, dass die Geister der Vergangenheit von einem Tempel sprachen. Dem heiligen Tempel von Mondhöhe. Einst sangen seine Wände vom Mondlicht und nun sind sie mit der Verderbnis der dunklen Mähne besudelt. Die dunkle Mähne ist dort? Was machen wir jetzt? Wir bringen ihn zur Strecke, Geweihte. Läutet den Tempel und bringt das kühle Licht von Jone und Jode zurück. Und steht den Anwärterinnen stets treu zur Seite. Schaza und Kali zählen auf euch. Wir bringen das schon zu Ende. Mögen helle Monde euren Pfad erleuchten, Geweihte. Ihr solltet wissen, dass es eine zusätzliche Aufgabe für euch gibt. Das könnte eure Chancen in Mondhöhe verbessern. Was ist das für eine Aufgabe? In längst vergangenen Zeiten nutzte der Mondgeweihte oft ein Relikt, das dem kajitischen Volk heilig ist. Okay. Heute ist es nur noch ein alter Klumpen Metall. Tant aus grauer Vorzeit. Dennoch könnte es bei den anstehenden Prüfungen von Nutzen sein. Was genau ist dieses Relikt? Man nennt es die goldene Kralle. Ihre Macht und ihre Herrlichkeit waren so gewaltig, dass ein ganzer klerikaler Orden um sie herum entstand. Seine Mitglieder schwören seit vielen, vielen Jahren Eide, die Kralle sicher zu verwahren. Klerikaler Orden? Der Orden der Kralle. Nur eine der vielen Organisationen im Mondklerus. Kausanabijo gehört zur Samtpfote. Okay. Wir sind weitaus weniger kriegerisch als viele der anderen klerikalen Orden. Wir ziehen die stille Versenkung dem Kampf mit ausgefahrenen Krallen vor. Wo kann ich diese Kralle finden? In einem Kloster, das als Dokrin bekannt ist. In der Sprache meines Volkes heißt das Kriegergrinsen. Dokrin liegt im Südosten von Knurka, westlich einer aileidischen Ruine namens Tormar. Okay, die Mine braucht dieses Ding nicht? Es ist so, wie diese schon sagte. Der Gebrauch dieser Reliquie ist dieser Tage außer Mode gekommen. Aber sie ist dennoch ein Gegenstand von großer Macht. Und dies ist eine recht ungewöhnliche Prüfung für unsere Anwärterinnen. Diese dachte, ihr würdet euch über jeden noch so kleinen Vorteil freuen. Ja, klar, aber... Die Frage ist nur, es wäre halt cool gewesen, wenn man jetzt... oder ist es vielleicht die hier? Nee, Lokai. Gut, dann müsste ich da mal gucken. Wo jetzt diese Aleidenruine ist. Es ist mir gar nicht bekannt gewesen, dass mir da gerade... Ist das neu? Oder ich habe das erfolgreich verdrängt. Weil es ist schon etwas länger her, seitdem ich das letzte Mal wirklich in Schnittermarkt gewesen bin. Und die Hauptquest gespielt habe. Die goldene Kralle. Ich hoffe nur, wenn wir dann in dieser Ruine sind, dass es auch dann gekennzeichnet ist, wo diese Kralle ist. Oder dass halt eine Quest um diese Kralle herum entsteht. Weil ansonsten hätten wir ein kleines Problem, weil ich sonst nicht weiß, wie wir sie dann finden können. Aber jetzt haben wir erstmal den beiden Anwärterinnen geholfen, auf dem Pfad zu wandeln. Und dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge uns dann halt weiter Richtung Süden aufmachen werden. Also in diese wundervolle Richtung hier. Da haben wir noch einige Sachen zu erledigen. Können natürlich auch die Senju-Tiger mitnehmen und würden dann einfach mal Krallenhieb mit in Angriff nehmen. Und dann haben wir hier schon dann noch einige Sachen, die wir erledigen müssen. Und dann haben wir oben gleich schon Düne. Und das ist es auch schon gewesen. Und doch, genau, hier Arentia.
und Knurrkopf in die großen Städte. Genau. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge begeben wir uns weiter nach Süden und werden gucken, welche Aufgaben dort noch auf der Straßenseite auf uns warten. Und ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.